Generally, we talk about when Buddha first taught the Dharma. Man sagt normalerweise, als Buddha zum ersten Mal Dharma lehrte. Das heißt, man nennt das technisch das erste Drehen des Rades des Dharma. Das war in Saranat, in der Nähe von Benares, in Varanasi. Ungefähr 600 vor Christus war das. Da hat er zum ersten Mal das Dharma-Rad gedreht. Da hat er etwas gelehrt, was bekannt geworden ist als die vier edlen Wahrheiten. Das ist einmal die Wahrheit vom Leiden, die Wahrheit vom Ursprung des Leidens, die Wahrheit des Aufhörens und die Wahrheit des Pfades, der zum Aufhören des Leidens führt. Und er hat da sehr tief über Leid gesprochen. Und er hat das Leiden Dukkha genannt, Sanskrit, auf Tibetisch Dungna. Es ist sozusagen eine samsarische Krankheit. Ein Symptom, was wir immer alle erleben, dieses Dukkha. Und das wird im Buddha-Dharma eigentlich einzigartig ausgedrückt. Es gibt drei Arten Leiden. Es gibt das Leiden der Veränderung, das Leiden des Leidens. Das sind zwei Dinge, die auch in anderen Belehrungen besprochen werden. Aber das sogenannte grundlegende Leiden, das ist es, wo es im Buddha-Dharma hauptsächlich darum geht. Das Problem mit vielen von uns, da wir nicht wissen, was Samsara wirklich ist, obwohl wir alle Samsara gut kennen. Wenn wir das Symptom nicht kennen, besonders wenn wir im Dharma sind, wo wir dann immer sagen, ach Samsara, Samsara, ich will Nirvana, Nirvana. Es gibt ja sogar eine Band, die Nirvana heißt. Aber das ist wohl eine andere Art von Nirvana. Das heißt, wir sagen, dass wir in Samsara sind, aber wir erkennen nicht wirklich. Sehr interessant manchmal. Nimm mal an, du bist krank. Und du hast Symptome. Du hast eine bestimmte Erkrankung. Und du spürst bestimmte Symptome. Und du machst dir schon richtig Sorgen. Kriegst schon richtig Schiss. Und wenn der Arzt dir dann aber sagt, dass das ganz natürlich ist, weil du hast einfach nur mal diese Krankheit und darum erfährst du diese Symptome und dann kannst du sagen, ach so, dann kannst du dich nämlich entspannen. Manchmal ist es gut zu erkennen, welche Symptome Samsara hat. Wenn man sie erkennt, dann kann man sie akzeptieren, annehmen. Und dann kann man etwas daran ändern. Ohne Akzeptanz. Wir beklagen uns stattdessen immer. Das führt nie zur Heilung. Zum Beispiel auch, wenn man therapeutische Herangehensweisen sieht, ist das Wichtigste, erstmal zu erkennen, wo man ist. Die eigenen Neurosen zu erkennen. Beginnt man die erstmal zu sehen, dann ist bereits das Erkennen ist der Anfang des Heilprozesses. Was wir brauchen, ist Raum. Wir brauchen den Raum, in dem wir erkennen können. Und wir brauchen einen Raum, in dem Heilung möglich wird. Die übliche Form von Leiden, das Leiden des Leidens, das kennt ihr. Das Leiden am Wandel werdet ihr auch kennen. Aber wenn nötig, kann ich das auch nochmal erklären. Chögyam Trungpa Rinpoche hat sehr amüsante Beispiele dafür, was Leiden des Leidens bedeutet. Aber worüber ich tiefer einsteigen möchte, ist dieses sogenannte grundlegende Leiden. Sehr interessant. Tathang Tulku Rinpoche. Ihr kennt ihn, er ist auch ein sehr berühmter Lehrer. Ähnlich wie Trungpa Rinpoche. Er war einer der Pioniere
der mit dem Buddha-Dharma im Westen gearbeitet hat. Und er hat auch einmal für Dujung Rinpoche übersetzt. Als ich für Dujung Rinpoche übersetzt habe, hat er mir gesagt, übersetzt das Wort nicht mit Leiden, sondern übersetzt es besser mit Frustration. Now, for example, isn't it? There's like a, you know, especially Germans. Ist es nicht so? Also besonders Deutsche kennt man es. Too much. Alles zu viel. Too much, or too little, oder zu wenig. Like das mag ich nicht. Diese Frustration, ich bin frustriert. Ich bin mit den Lehrern frustriert, der Lehrer frustriert mich. Das, was ich tun muss, das mag ich nicht tun, all diese Sachen. All das nennt man grundlegendes Leiden. Ein ganz natürliches Symptom von Samsara. Das Einzige, was ich eigentlich wirklich sagen wollte, der Hauptpunkt, ist, man muss es erst einmal erkennen. Und etwas sehr Interessantes. Ein Schüler hat einmal eine Bemerkung gemacht. Bevor ich das jetzt sage, gibt es noch etwas anderes, nämlich etwas namens Ego. Vergesst das bitte nicht. Denn das ist etwas, was sich bei uns hervorsticht. Es hat einmal jemand einen indischen Meister gefragt. Er hat gefragt, was ist das Ego? Und es gab dort einen Hund mit so einem gebogenen Schwanz. Und er versuchte immer, diesen Schwanz sozusagen gerade zu ziehen. Aber sobald er losließ, ringelte er sich wieder auf. Und dann hat er gesagt, das ist Ego. Wir fallen immer in die alten Muster zurück. Bestimmte Verhaltensmuster. Gewohnheiten, in die wir immer wieder zurückfallen. Das ist Ego. So ist es eigentlich ursprünglich. Das wäre unsere Natur. Denn so etwas wie ein Ego, gibt es nicht in Wirklichkeit. Das ist etwas von uns Geschaffenes. Das ist aber noch eine ganz andere Geschichte. Das wollen wir jetzt noch nicht. Da wird es dann philosophisch. Aber dieses Wochenende werde ich auf keinen Fall philosophisch, sondern lieber dynamisch. So, jetzt macht man das so. So, man entwickelt eine Gewohnheit. Schon als Kind geht das los. Gewisse Gewohnheiten entstehen. Und dann, wenn die Mütter nicht aufpassen und dem Kind immer ihren Willen lassen, dann fangen sie an, so ihren eigenen Charakter zu entwickeln. Und dann kommt man in seinen eigenen Geleisen und man hält an den Dingen fest und immer mehr und immer mehr. Das nennt man Praxis, Übung. Auch wenn man praktiziert. Wenn Menschen spirituell praktizieren, dann machen sie auch nur das, nichts anderes. Denn man macht das, was man machen will. Das also, was deinem Ego entspricht. Du möchtest meditieren und sitzen und einfach sein und faul sein. Also, da passt alles rein. Spirituelle Praxis, alles. Und was passiert? Dann wird es so. Das ist das Ergebnis. Das ist sozusagen wie dieser Hundeschwanz. Man kann es ausziehen, aber es rollt sich immer wieder ein. Je stärker die Gewohnheiten eingefahren sind, was müssen wir also tun? Jedes Mal, wenn wir es aufrollen, dann ist es jedes Mal ein bisschen anders. Ich merke das an meinen Schülern.
Es ist sehr schwer, das Ego loszuwerden. Es geht nur Schrittchen für Schrittchen. Grundlegend ändert ihr euch nicht. Oder was ich sage, es gab einen Schüler, einen amerikanischen Schüler. Es war eine Schülerin und sie hatte so ihren eigenen Charakter, könnte man sagen. Und hatte immer Schwierigkeiten mit Leuten. Sie war eine Schülerin Dujin Rinpoches. Und dann ist sie in ein Dreijahresretreat gegangen und dann noch einmal 6 Jahre ins Retreat. Denn es war ihr Traum, dieser wunderbare Mensch zu werden. Sich zu verändern und ein wunderbarer Mensch zu werden. Mit dem jeder klarkam. Sie wollte genau das Gegenteil werden. Und dafür ist sie 6 Jahre ins Retreat gegangen. Danach noch einmal, denn in 9 Jahren war sie dann insgesamt im Retreat. Und als sie dann rauskam, hat sie gesagt, hat sie plötzlich festgestellt, dass sie immer noch dieselbe ist. Das Einzige ist, man lernt sich kennen und zu akzeptieren. Das heißt, ganz, ganz langsam, allmählich. Wir haben ganz oft romantische Ideen, Konzepte von Veränderung. Dass wenn die Dinge dann passieren, kriegen wir es gar nicht mit. Wir sagen, als wenn wir sagen, ich will Tee trinken. Während man bereits Tee trinkt. Wenn die Dinge sich verändern, merken wir es oft nicht mal. Weil wir ein Konzept eines ganz großen Wandels haben. Einer großen Veränderung. Wisst ihr, über was ich spreche? Und wenn man das tut, dann würdigt man, schätzt man nicht mehr, was eigentlich geschieht. Denn was geschieht, passt nicht in deine Konzepte. Und dieses Konzept ist gar nicht auf Wissen gegründet, sondern es ist auf Konzept gegründet. So ganz langsam, allmählich verändern wir uns. Ganz langsam. Das merke ich mal bei meinen Schülern besonders. Aber der Geist versucht es von verschiedenen Ecken. Manchmal, wenn man Ratten hat, dann macht man das Rattenloch zu und dann kommt sie durch ein anderes Loch. Es kommt immer daher, diese Ratte kommt immer daher, wo man sie nicht mehr erwartet. Genau wie bei Mücken, wenn sie kommen. Sie kommt zurück, aber man weiß nicht wo und her. Es kommt, ist mal sehr passend. Aber wenn man wirklich weiß, um was es geht, ist es derselbe alte Zeug. Es kommt immer in verschiedenen Masken, ist im Grunde genommen immer dasselbe. Aber wenn man die Lehren in sich hat, mehr und mehr, das Wissen in sich trägt, den Dharma in sich hat, dann hat man die Lehren, die einen erkennen lassen. Das ist die grundlegende Natur von Samsara. Und jedes Mal, wenn es wieder kommt, obwohl es immer andere Masken trägt, kann man sagen, hallo. Und wenn es dann von der anderen Seite kommt, sagt man wieder, hallo. Und dann kriegt das langsam die Schnauze voll und sagt, das macht keinen Spaß mehr. Wie Kenzin Rinpoche in einem seiner Lehren sagt. Das habe ich in London in meiner Küche aufgehängt, diesen Spruch. Ich habe mir das dort eingerahmt und hingestellt. Nicht wunderbarerweise, sondern einfach aufgehängt. Jemand hat es einfach hingehängt. That teaching said, Samsara and Nirvana are just your mind. Und diese Lehre heißt nichts anderes als Samsara und Nirvana sind bloß dein Geist. That in fact, when you really recognize, das heißt, wenn man wirklich erkennt, it is just merely thoughts. Das sind es bloß Gedanken. And that, when you further recognize, und wenn man es noch mehr erkennt, dann erkennt man, dass die Gedanken leer sind, ebenfalls. Then no longer your mind has the power to deceive you. Und dann hat dein Geist nicht mehr die Kraft, dich zu täuschen. The problem is, the mind deceives you. Das Problem nämlich ist, dass dein eigener Geist dich That's täuscht. Called ignorance.
Das nennt man Unwissenheit. Wenn dein eigener Geist dich täuscht, du, der du ja intelligent sein sollst, besonders als Deutscher, da wissen wir ja sowieso alles. Wie können wir, die wir ja schon alles wissen, getäuscht werden? Wie kann das sein? Wenn es nämlich geschieht, dann ist es so echt. Es ist wirklich real. Und es stimmt. Man kann richtig zornig werden im Namen der Gerechtigkeit. Aber es ist immer derselbe alte Zeug. Es ist eine solche Erlösung, wenn man einfach erkennt, es ist Samsara. Es ist deine grundlegende samsarische Tendenz, dein Symptom. Wenn du das erkennst, es ist eine solche Hilfe. Nicht einfach nur sagen, ach, es ist alles Samsara, sondern es wirklich tief zu erkennen. Zum Beispiel Namgyal Norbu Rinpoche. Als er sehr krank war, habe ich ihm mit ihm am Telefon gesprochen. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Etwas ganz Einfaches. Er hat einfach gesagt, es ist einfach Samsara. So ist Samsara. Das war die ganze Erklärung. Im Buddhismus gibt es eine ganz einfache Erklärung. Es ist halt Samsara. Es ist wirklich Samsara. Darum sind wir nicht in Nirvana. Und darum sind wir in Samsara. Und weil wir in Samsara stecken, deswegen fühlen wir die ganzen Dinge, die wir fühlen. Und statt etwas anderes zu denken, etwas Gerechtes, Grades, Richtiges, Passendes zu denken, einfach nur zu erkennen, dann lässt sich Entsagung entwickeln. Dann entsteht Mitgefühl. Und dann kann man durch die Passion, durch die Leidenschaft gehen. Denn Samsara ist oft sehr leidenschaftlich. Es schafft Leiden. Aber wenn man da wirklich durchgeht, mit den Lehren, dann wird daraus Mitgefühl. Besonders in den christlichen Lehren. Wenn ihr euch das Leben von Christus anschaut, er macht ja die Passion durch, die Leidensgeschichte. Ihr wisst, die 40 Tage seiner Leidensgeschichte. Es spiegelt etwas. Es ist ein Gleichnis einer spirituellen Reise. Durch diese Passion zu gehen, durch die Krise zu gehen, ist ein wichtiger Teil des Pfades. Und was sagt Christus am Ende? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Damit sozusagen hat er sich ergeben. Er hat sich dem höheren Sein, er hat sein Ego dem höheren Sein ergeben. Obwohl er der Sohn Gottes war, war das Dadurchgehen eine Art Beispiel für ihn. Manchmal machen wir etwas durch. Dann sollte man seiner eigenen Schwäche nicht nachgeben. Das heißt, wir dürfen dem Ego nicht nachgeben. Sondern wir sollen es erkennen und uns ergeben. Aber wenn man sich ergibt, das ist wieder problematisch werden. Wenn ich mich ergebe, wenn ich loslasse, bin ich dann noch aufrichtig mir selbst gegenüber? Es ist ganz witzig. Es ist sehr außergewöhnlich. Wenn du wirklich loslässt und dich ergibst, dann findest du erst dann findest du das Richtige. Weil du gibst dich nicht auf damit. Dann findest du den richtigen Weg. Den richtigen Weg, das Richtige zu tun. Für dich. Das heißt, du gibst dich nicht auf, du verlierst nicht deine Individualität. Du verlierst auf keinen Fall deine Einzigartigkeit.
You will not become just, you know, that when you surrender, you think like that. Wenn man sich ergibt, wird man nicht so eine Art Gemüse. Ich bin ein Buddhist. Ganz im Gegenteil, man wird sogar noch lebendiger. It's really interesting. Sometimes people don't think. This is what the ego says, you know, or if you surrender, look. Das sagt dir dein Ego, wenn du dich ergibst, dann wird es so aussehen. Dann geschieht dir das, sagt das Ego. Was? Du wirst dich diesem Buddha ergeben, was wird dann mit dir? Was ist denn mit dir dann? Du hast doch deine eigenen Rechte. Du bist doch ein menschliches Wesen. Du hast doch deinen eigenen Verstand. Und dann kommen all diese politisch korrekten Aussagen, was richtig und was falsch ist. You know, all those things confuses you. Und das verwirrt dich nur. But it is actually when you really let go. Aber wenn du wirklich loslässt, like I remember one student of mine. Ich erinnere mich an einen Schüler von mir, close to me. Der sehr eng mit mir arbeitet. First, this person had a lot of difficulty. Erst hatte dieser Mensch unglaubliche Schwierigkeiten with him or herself, you see. Mit sich selbst. And you see, just kind of surrendering. Because in some ways, you see, it's like almost there is, isn't it? There's something in us we're trying to find, isn't it? Ist nicht etwas, was wir in uns suchen, wo wir immer versuchen, uns zu finden? Wir versuchen herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Wir versuchen herauszufinden, wer wir sind. Was bin ich? Was ist meine Rolle im Leben? Was soll ich tun? Wer bin ich eigentlich? Und wie kann ich wirklich ich selbst sein? Und das sind sehr laute Stimmen in uns, die das fragen. Und es ist so laut. Es übertönt alles, man hört nicht mal mehr die Lehren richtig, weil diese Stimmen so laut sind, dass man die Lehren nicht mehr hört. Und diese Besorgnisse, die sehen häufig sehr aufrichtig und ernst gemeint aus. Es sieht sehr echt aus, sehr aufrichtig. Das Ego ist sehr aufrichtig, sehr echt. Und was passierte mit diesem Menschen? Sie hat ihren Platz nicht gefunden. Sie hat ihre Ausdrucksweise nicht gefunden. Und ich habe ihr immer einen Weg gezeigt, den Weisheitsweg. Aber den hat sie bekämpft, weil sie wollte ihren Weg finden. Das ist manchmal der Kampf zwischen Lehrer und Schüler, weil du willst deinen Weg finden und der Lehrer zeigt den Weisheitsweg. Und was außergewöhnlich war, ist das, was passiert ist. Es kam ein Augenblick, wo sie sich ergeben hat, dem Weisheitsweg. Und was passierte dann? Damit hat sie sich selbst entdeckt. Sie hat ihre eigene Stimme gefunden. Vorher hat ihr nie jemand zugehört. Sie konnte nicht mal richtig kommunizieren mit anderen. Und selbst wenn man ein Taxi bestellen sollte, dann kam, wenn sie das bestellte, das Taxi zur falschen Zeit oder zum falschen Platz. You see, but I said it, I told you, but then, you know, somehow, when you communicate, you don't really get across to other people. Und dann wurde sie richtig aufgeregt, wie gesagt, hab's doch richtig gesagt, aber irgendwie kam das nie an bei den anderen, weil es so viel Du drin, dass die anderen dich gar nicht hören. But then funny thing happened. Und dann ist das Eigenartige passiert. Plötzlich hat jeder sie vernommen. She was being respected for what she is. Sie wurde respektiert für was sie war. Auch ich habe sie ganz anders respektiert und frage sie jetzt um Rat. Das nennt man heraustreten, wenn man erblüht, aus sich selbst heraustritt. Dann wird man weise, dann wird man geschickt, dann beginnt man zu sehen. Das ist es, was wir alle brauchen. Wisst ihr, was ich sage?
So what I'm sharing with you, was ich mit euch teile, is my life experience, ist meine Lebenserfahrung. Death experience. Oder ich könnte auch sagen, meine, die Erfahrung meiner Tode. There are a lot of death experiences, isn't it? Death. Tode, die Erfahrung meiner Tode. Do you know what I'm saying? It's very much that really, just, you know. You see, you don't, you see, you let go. Du hast losgelassen? You can let go, but you don't lose yourself. Das heißt, wenn du loslässt, verlierst du nicht dich selbst. You. You understand? You should become really you. Du musst wirklich du selbst werden. Don't let anybody bullshit you. Lass niemand dich verarschen. Especially your ego. Besonders dein Ego lass dich nicht verarschen. Ego is bullshitting all the time. Das Ego verarscht dich laufend. All the time. And deceiving. Really, really, es täuscht und verarscht dich laufend. And somehow we're weak. Und wir sind da schwach. We listen. Wir hören dem zu. We get very influenced. Wir sind leicht beeinflussbar. And we become very emotional. Und dann werden wir sehr emotional. Because we lack the mindfulness. Weil es uns an Achtsamkeit fehlt. Und an Gewahrsein, an Weisheit. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt. Genau dasselbe mit der Geschichte des Ego. Geht es um dieselbe Sache. Ein Freund und Schüler hat mir das letzten Abend vor, gestern Abend gesagt. Und ich fand das sehr richtig. Wenn du am richtigen Platz bist, das heißt, wenn es deinem Ego gut geht, wenn es sich wohlfühlt, nehmen wir an mit dem Lehrer, wenn dein Ego sich wohlfühlt mit dem Lehrer, sozusagen vorne in der ersten Reihe, dann ist alles schön. You have devotion, stimmt alles, man hat Hingabe, Reinheit der Wahrnehmung. Now, little bit your ego doesn't quite like you. Aber jetzt kommt etwas, was dein Ego nicht ganz so gerne mag. Stimmt nicht so ganz zu. Dann wird dieser selbe wunderbare Meister, der vorher so makellos war, und jetzt bist du nicht mehr sozusagen in der ersten Reihe, in diesem bevorzugten Platz. Oder irgendwo wird da was bedroht. Und eine Bedrohung gibt es natürlich nicht in Wirklichkeit. Aber das Ego, das ist Ego-Strategie, immer sozusagen die Sicherheit zu betonen. Und es hält also immer einen Zustand gewisser Unsicherheit aufrecht. Doubt comes in. Was passiert dann? Jetzt kommen somebody plötzlich asked. Zweifel. Doubt is very simple. Es hat jemand hier gefragt, wie geht man mit Zweifel um? Ganz einfach. Wenn man massiert wird, there is a pain. Dann ist das manchmal schmerzhaft. That's doubt. Das ist Zweifel. Because there is a problem. Weil da sitzt ein Problem. Problem is not so much. Das Problem ist nicht der Finger, der da drauf drückt. Sondern das Problem steckt da drin. Das ist man selber. Das ist in einem selber. Und manchmal muss man das auf richtige Art und Weise stimulieren und manipulieren. Das sind die Lehren. Und dadurch kommt Verstehen. Ich sage euch etwas. Wenn ihr das nur euch nur daran denkt und das euch erinnert, dann werdet ihr sehr viel länger überleben. Was ich jetzt sage, ist vergleichbar wie, ich gebe euch einen Überlebensrat, wie ihr mit nur wenig Wasser in der Wüste überleben könnt. Sehr ähnlich, was ich jetzt mache. This secret, if you really keep in your mind, wenn ihr dieses Geheimnis bei euch behaltet und euch daran erinnert, it will make you survive on a spiritual journey. Dann könnt ihr auf eurer spirituellen Reise überleben. Und zwar lange. And you will be victorious. Und ihr werdet am Schluss siegreich sein. You will defeat your ego. Ihr werdet euer Ego überwinden. You will defeat the enemy. Und wenn ihr den Feind geschlagen habt, euer Ego, that state is called Arahat. Dann ist das ein Zustand, den wir Arahatschaft nennen.
Arhat Samyaksambuddha, you know? Arhat Samyaksambuddha. Diese Arhat-Ebene, das Aufhören, der Sieg in der Theravada-Tradition. Im Zen, überall sprechen wir vom Zustand des Arahatschaft. Ein Arahat nimmt man auch Überwinder, weil er den Feind besiegt hat. Denn der Feind ist nicht außen. In Wirklichkeit gibt es nicht einmal einen Feind. Es sind eigentlich alles Freunde. Alle sind Freunde. Einen Feind gibt es überhaupt nicht. Es gibt keinen Feind. Aber gäbe es einen Feind, mal angenommen, tun wir mal so, normalerweise ist er innen. Zum Beispiel Läuse. Wo findet man Läuse? An der Haarwurzel, ganz unten am Haar, da sitzen die Läuse. Zum Beispiel. Where are the rats in the hole? Und wo sind die Ratten? Die verstecken sich in ihren Löchern. And so that secret, or this is, also dieses Geheimnis ist, is always, you see, when things are well for you, wenn die Dinge gut laufen, good for your ego. This is something really, actually, I was myself experienced. Und ich habe das selber auch erfahren. Not only yours, I myself experienced. In relation to my teachers. Ich habe das in der Beziehung zu meinen Lehrern habe ich genau dasselbe erlebt. Denn dummerweise in unseren normalen Samsara-Emotionen ist immer alles voll Erwartung und Befürchtung. Hoffnung, Furcht, Erwartung, Hoffnung. Und deswegen immer die Befürchtung, die Angst vor Enttäuschung oder die getäuscht zu werden. Das ist sozusagen das Spiel von Samsara. Hoffnung und Furcht. Das ist der Dualismus. Das ist Dualität. Hoffnung und Furcht. Und deswegen ist es so interessant mit dem Lehrer und den Lehren. Weil die sind durchaus nicht nur das Objekt der Inspiration, sondern auch das Objekt für Befürchtung und Erwartung, für Hoffnung und Furcht. Das Ego wird gespiegelt in Lehrer und den Lehren. Denn das ist, wenn ein Meister wirklich ein Meister ist, dann spiegelt er dein Ich. Er spiegelt deine Spiele. Und wenn du in einer guten Situation bist, in der ersten Reihe und alles stimmt, dann ist dein Ego glücklich und du hast Hingabe und deine Augen rollen sich nach oben. Aber wenn dann deine Position etwas in Bedrohung gerät und das, was passiert, ist sozusagen nicht dein Bier, es ist nicht sozusagen not your beer, your glass of beer. Weil es nicht dein Bier ist, kannst du es nicht ertragen. In English, beer and bad, not beer and bad. Anyway, so the thing is, when it becomes, then what happens? Slowly, you see the doubts. Dann kommen langsam Zweifel. And then fears. Und dann Ängste. And then you go, you withdraw. Dann ziehst du dich zurück. Or you run away. Oder du läufst sogar weg. Different things. And then that sometimes I feel so many people. Und ich merke das bei so vielen Leuten. Sabotage their own spiritual path. So sabotiert man seinen eigenen spirituellen Weg. You see, without knowing what they're doing. Ohne dass man, dass sie wissen, was sie tun. They think something, you know, it's like actually something is wrong, something is happening outside. Sie glauben, actually just one's own reaction. Sie glauben immer, da draußen würde was passieren, was nicht in Ordnung wäre. Aber in Wirklichkeit sind es die eigenen Reaktionen, die das Problem machen. Very sad. Und ich finde das sehr traurig. So now I've told you. So, jetzt habe ich euch erzählt. Out in the open. Jetzt habe ich es sozusagen öffentlich gemacht. You heard it. Ihr habt es gehört. So next time it happens to you, wenn es also das nächste Mal wieder say, passiert, also, just that. Dann könnt ihr sagen, ach so, when es ist nur das. Wenn die Sachen also, gut laufen, solltet ihr auch. You, of course you should be appreciative and happy, natürlich solltet ihr es schätzen und glücklich said, sein. Just, I'm happy. You know, when you become very attached to happiness, just realize, well, just my ego is, you know, in a good situation, so he's happy. Aber wenn ihr Anhaftung
da plötzlich passiert, dann könnt ihr auch sagen, ja, ich, mein Ego ist halt im Moment gerade sicher, deswegen geht es mir gut. Also nicht zu viel Anhaftung an solche Dinge. Und wenn das Problem dann kommt, dann sagt ihr, naja gut, wenn das Ego eben, wenn mir jemand so die Hand auf dem Rücken verdreht, dann tut das weh. Aber das ist nur meine Hand, die in der falschen Haltung ist. Wenn dir jemand die Finger verdreht, dann tut das weh. Und es ist ganz einfach die Lösung, die Hand ist überdehnt. Hör einfach auf zu drücken, dann ist es in Ordnung. Was ich versuche zu sagen, ist, wie viel Einfluss der Geist auf dich hat. Darum ist es im Vajrayana so. Im Mahayana ist die Hauptsache Weisheit und Mitgefühl. Im Vajrayana ist das Wichtigste Reinheit der Wahrnehmung. Denn wenn man rein wahrnimmt, das heißt, wenn deine Wahrnehmung gereinigt ist, dann erscheint dir auch alles rein. Und darum haben wir Visualisationspraktiken. Wegen unserer unreinen Wahrnehmung reinigen wir diese unreine Wahrnehmung, ersetzen sie durch eine reine Wahrnehmung. Denn was ist denn unreine Wahrnehmung? Der Geist. Und was ist reine Wahrnehmung? Auch der Geist. Unreine Wahrnehmung schafft Probleme. Reine Wahrnehmung schafft Nutzen. Also wenn man die Weisheit des Unterscheidens lernt, beginnt man alles positiv zu sehen. Man versucht die Dinge in ihrer Reinheit zu entdecken. Und das ist aber nicht sozusagen keine Übertünchung. Wenn wir sagen, die Dinge positiv sehen, heißt nicht blind für alles zu sein, wie die Dinge sind. Sondern durch oder über dieses Rein und Unrein hinauszugehen, dahinter zu schauen, zur ursprünglichen Natur zurückzukehren, zu schauen, wie die Dinge waren oder wie die Dinge wirklich in ihrer innersten Natur sind. Das ist sozusagen das endgültige Bild. Das ist das, was wir alle suchen. Obwohl wir im Moment nicht in der Situation sind. Darum sind die Dinge für uns unvollkommen. Aber selbst in der Unvollkommenheit, wenn man sehen kann, findet man Vollkommenheit. Selbst in der Unvollkommenheit lässt sich Vollkommenheit finden. Besonders wenn man die Vollkommenheit zu sehen gelernt hat, dann wird selbst Unvollkommenheit vollkommen. Wegen der Einsicht, die man hat. Und wenn man die einmal hat und dann entsprechend handelt, weil man die Fähigkeit entwickelt hat, manchmal sind wir einfach blockiert. Wir können nichts tun, weil die Dinge, wir sehen, dass Dinge falsch laufen und können nichts tun. Zum Beispiel Schuld. Du weißt, du hast was nicht richtig gemacht. Und jetzt fühlst du dich mies, aber du änderst nichts. Du stehst da und bist einfach, fühlst dich schuldig. Und das ist nun wirklich nicht produktiv. Bedauern ist etwas ganz anderes, weil man erkennt auch, dass man was falsch gemacht hat. Aber statt schuldig sich zu fühlen, fängt man an, was zu tun. Man geht hin und entschuldigt sich entweder oder bekennt. Tatsächlich, du änderst was. Du sitzt nicht auf deinem Arsch. Das nennt man Bedauern. Bekennen, das ist heilsam. Und im Heilen sind vier Punkte. Einer der wichtigsten ist Bedauern. Und das hat seine Heiligkeit Sakya Trenzin in Paris wirklich gelehrt. Über Bekennen. Im Westen hat das ein bisschen einen Beigeschmack wegen der christlichen Beichte, deswegen mag man das nicht so gerne.
But it's not that. Aber dieses ist nicht gemeint, was wir damit beichten meinen. You see, it's like when you see, that's why like in the Dzogchen teachings. Darum ist es in den Dzogchen-Lehren so where wichtig. Is the greatest confession? Wo ist das größte Bekenntnis? You know, wisst ihr wo? When you realize the nature. Wenn du deine wahre Natur entdeckst. You see, when you realize the nature, wenn du deine Natur entdeckst, you can forgive everything. Dann kannst du alles it's vergeben. Like when you bring the light, das ist wie wenn du Licht anmachst. The darkness is forgiven. Dann ist die Dunkelheit vergeben. Because it doesn't exist anyway. Weil sie dann sowieso nicht existiert. Really? In the Dzogchen teachings, in den Dzogchen-Lehren in den Mahamudra, und in den Mahamudra-Lehren confess where, the ultimate confession, bekennen wir wo? Is in the wisdom. Die letztendliche Bekenntnis findet we in der Weisheit statt. In the wisdom, wir bekennen in die Weisheit. Destroy all obstacles in the wisdom. Wir vernichten alle Hindernisse in der Weisheit. Because when you realize that, wenn man das erkennt, also wenn man diese Weisheit hat, dann wird Zorn, Negativität an sich aufgelöst. Im Licht der Weisheit löst sie sich einfach auf. Und im Licht des Mitgefühls. Wisst ihr, was ich sage? Und ist das erst... Ich denke, einige von euch haben sicher folgende Erfahrung gemacht. Ich habe sie sicher gemacht. I'm speaking from experience. Ich rede hier aus der Erfahrung. Ich habe. That's one of the reasons is that I'm not just talking intellectually. Also das heißt, ich rede nicht intellektuell oder theoretisch. Ich habe das gesehen. Ich habe es bei mir selbst erlebt und bei vielen meiner Schülerinnen und Schüler. Vielleicht tragt ihr eine schwere Last, Leiden, Schmerz und Frustration. Aber manchmal, wenn ihr das Licht wirklich seht, das Licht eurer wahren Natur, wenn die wahre Natur der Dinge wirklich sichtbar wird, dieser Zustand ursprünglicher Reinheit, diese bereits selbstexistente große Vollkommenheit, wenn ihr die seht, dann ist es fast, alle eure Beschwerden werden lächerlich. Or even to be ridiculous, even it's also, how do you say, it's an afterthought. Sogar es lächerlich zu finden, ist schon ein Nachgedanke. Because you have a thought, memory of that already. Weil man bereits eine Erinnerung daran hat, kann man es lächerlich finden. When it's so strong, manchmal, wenn diese Einsicht sehr, sehr stark ist, sich wirklich auflöst, hast du sie völlig vergessen. Es ist wirklich aufgelöst. Du hast deinen Schmerz völlig vergessen. Zorn, es ist einfach weg, aufgelöst. Könntest du in diesem Zustand bleiben und ihn nicht wieder vergessen? Diesen Zustand, den wir Tödal nennen, die natürliche Einfachheit, die große Einfachheit. The natural great peace. Nyesho Ken Rinpoche nennt das manchmal den natürlichen großen Frieden. Das ist die Natur von Dzogchen Rinpoche. Das ist, man kann sagen, Nirvana. Dieser tiefe Frieden, der tiefe Frieden von Nirvana, in der alles Leiden aufhört, weil man das Licht von Rigpa gesehen hat. Und darum ist die Dunkelheit von Marigpa, von Nichtsehen, einfach weg. In diesem Licht, in diesem Zustand, ist alles geheilt. Im Absoluten. Alle Angst, alle Frustration, alles. Und augenblicklich hat Samsara aufgehört. Denn die Wurzel von Samsara, die Unwissenheit, der Schöpfer des Leidens, hat sich aufgelöst. Und was man erfahren hat, ist dieser Sieg, die Überwindung des inneren Feindes Ego. Und man hat den Zustand des Arhat erreicht. Und selbst wenn man dann zurückschaut, dann ist es selbst, von da ist es sogar lächerlich, überhaupt Ego nur zu sprechen. Eine Wahrnehmung, dass Ego der Feind war, ist lächerlich von diesem Zustand. Denn man erkennt, es hat ein Ego nie gegeben, es gibt kein Ego. Nehmen wir mal an, ein ganz, ganz stolzer Mensch. Ein Schlimmste, was man einem stolzen Menschen antun kann, ist, ihn einfach zu ignorieren, völlig zu ignorieren. In a sense that the worst thing that you can do the ego. Das Schlimmste also, was man dem Ego antun kann,
Es ist vollkommen zu ignorieren. Es ist sozusagen es ist gegen die Würde, über Ego zu reden. I don't touch such stuff, you know. So Zeug fasse ich nicht an. You know, I'm such a high class person. Ich bin doch ein so toller Mensch. I don't touch such things as ego. So Zeug wie Ego fasse ich doch nicht an. No, actually no, but I'm just being a little bit funny or a little bit, you say, you know. Ich mache das jetzt ein bisschen witzig, aber was ich wirklich ganz aufrichtig sagen will, ist, wenn man in diesem Zustand ist, dann ist das Ego, nicht mal das Ego ein Problem, weil es gibt gar kein Ego. Wir diskutieren etwas ganz Lächerliches. Wir diskutieren nämlich ein Hasenhorn. Wir diskutieren hier das Horn eines Hasen. Wir machen uns Gedanken über die Farbe des Horns eines Hasen. Woraus besteht das Horn eines Hasen? Sowas gibt es nicht. Das ganze Geschwätz war eine Zeitverschwendung. Also wenn man auf dieser Ebene ist und diese Vollkommenheit und Reinheit sieht und das in Herz und Geist hält und mit dieser großen Sicht wahrnimmt, wenn man diese Sicht hat und diese vollkommene Sicht sozusagen alle anderen Sichten durchdringt, besonders scheinbar unreine Dinge, und diese vollkommene Sicht schaut durch. Sie durchschaut das wie ein starker Scheinwerfer, der durch die Wolken dringt. Und das ist die Reinigung. Und was daran unglaublich ist, ist, wie dein Geist ist. Wie dein Geist ist. Wie deine Wahrnehmung ist. Nehmen wir mal an, in Ordnung. Du bist glücklich, freudig, und dann kommt dein Partner oder deine Partnerin und sagt, ach, unsere Beziehung läuft nicht mehr, du liebst mich nicht mehr. Und dann sagst du, ach, Liebling, und umarmst sie oder ihn, und dann tanzt er ein bisschen und das Ganze löst sich wieder auf und es wird eine freudige Wiedervereinigung. Und das Gleiche, dasselbe, es ist ein anderes Szenario, du bist sozusagen in einer nörgeligen Laune und dann kommt dieser Partner, diese Partnerin und dann sagst du, es kommt dasselbe, und dann sagst du, was willst du eigentlich von mir? Ich versuche die ganze Zeit mein Bestes. Und es kommt zur Scheidung. Nur weil du in einer bestimmten Laune bist. Das ist nämlich auch etwas sehr Interessantes. Wenn du in Eile bist oder negativ drauf bist, dann können alle das füttern, können alle dich füttern. Dann kommen von allen Seiten die entsprechenden Segnungen auf dich runter. Die negativen Segen. Sie ermächtigen dich. Wenn etwas so ein bisschen nicht verheißungsvoll ist, die Umstände, Temjil, dann sei sehr vorsichtig. This is where, you know, I tell you, das muss ich euch sagen. Wenn die Dinge etwas schief laufen, nicht in der richtigen Richtung, da müsst ihr euch sagen, Achtung. It's a bit like when you're driving in a difficult road, like it's raining a lot, you be specially careful, isn't it? Das ist wie beim Autofahren, wenn es richtig gießt und die Straße nicht so gut ist, dann seid ihr besonders vorsichtig. Be warned.
Seid vorgewarnt. Wenn die Dinge nicht so richtig laufen, dann sagt euch, aufwachen. Achtung. Achtung. Statt Päh, Päh zu sagen, sagt ihr lieber Achtung. Denn in der Poa macht man immer Päh oder im Poa. Sagt lieber Achtung, Achtung. Achtung. And Achtung, say careful. Und Vorsicht. In Tibetan the word is called Zok. You know, when you take horses. Wenn man reitet. And when they're a little bit distinct, you still hold Zok, Zok, careful. Dann sagt man immer Zok, Zok, Zok. Vorsichtig, vorsichtig. You say this to the horse, you sometimes touch them nicely, saying Zok, Zok. Sag dann. Careful, careful. You say to yourself, no, Achtung. Achtung. Dann streichelt man das Pferd und sagt Sop, Sop. Und so sagt man, kann man sich selber streicheln und sagen, Achtung, vorsichtig. Sonst kriegt er vielleicht zusätzliche Energie. Wie wenn man betrunken wird. Dann stellt er euch mitten vor einen Polizisten und sagt, hallo, ich fahre immer so. Not knowing it's going to be trouble, du hast keine Ahnung mehr, dass das nicht so richtig ist. Du hältst das für einen Witz. Because you got a new energy. Weil du hast eine neue Energie gekriegt. Sometimes when obstacles come, you can get new energy. Bei Hindernissen ist das so, dass man diese neue Energie kriegt. Man wird stinksauer. Richtig überwältigt wird man und hat wirklich die Schnauze voll. Und da solltet ihr euch sagen, da dürft ihr nicht explodieren. Ihr müsst implodieren. Oder geht ins Badezimmer und schreit richtig. Es scheint in den japanischen Fabriken so zu sein, dass sie sozusagen ein Kissen in der Form ihres Chefs haben und dann schlagen sie drauf. Es ist aber eine wahrscheinlich überholte Therapie. Nehmt euch ein bisschen, gebt euch ein bisschen Raum. Wenn ihr sehr zornig werdet, sagt ihr, einen Augenblick mal. Don't react. Denn das Wichtigste ist, reagiert nicht. Denn wenn ihr reagiert, ist es sehr häufig möglich, dass ihr es hinterher bedauert. Besonders in Beziehungen. When you're angry, wenn ihr stinkig seid, dann sagt ihr manchmal die verletzendsten Dinge. Weil ihr habt all eure Waffen bereit und ihr holt euch die schärfsten Waffen vor. Und ihr wisst genau, was am meisten wehtut. Du bist immer so. Und hinterher, lieber Himmel, dann ist es raus. Wenn ihr eine Art von Mensch seid, die nicht sozusagen, die keinen Groll hegen, wenn ihr es schnell vergesst, aber es gibt Menschen, wenn die etwas hören, die sind nachtragend, die können das nicht mehr vergessen. Die sagen dir Jahre später, damals, an diesem Tag hast du das und das zu mir gesagt. Wenn ihr eine Beziehung zu einem solchen Menschen habt, dann seid lieber etwas vorsichtiger. Denn das hat Konsequenzen. Das nennt man Karma. Das Handeln mit Konsequenzen. Handlungen haben Konsequenzen. Worte haben Konsequenzen. Wir reden nicht über den Geist. Aber darüber müssen wir sprechen. Denn die wahre Konsequenz ist im Geist. Und spirituelle Praxis ist, wenn du nicht einmal etwas sagst, sind die gedanklichen Reaktionen. Du könntest ja denken, ach, denken kann ich, was ich will, das erfährt eh keiner. Vielleicht verletzt es nicht direkt. Aber Vorsicht. Ihr sitzt da und denkt eure Gedanken. Und so entsteht dieses. So entsteht es. Das ist Denken. Und dann wird es so enden. Also augenblicklich, da solltet ihr eure deutsche Effizienz auspacken. Und sagen, Achtung. Augenblicklich sitzt
und löst auf. Und findet eine Praxis, die euch das ermöglicht. Denn auch was die Gesundheit angeht, wenn ihr alles in euch reinfresst, dann bleibt es in eurem Körper stecken. Aber wenn ihr es jedes Mal wieder auflösen könnt und es nicht in Besitz nehmt, es nicht behaltet, am Anfang, wo ich gekommen bin, erinnert euch, gab es hier viel Ausdünstung, es hat ziemlich nach Mensch gerochen. Und dann haben wir die Fenster aufgemacht und dann hat alles, war alles erfrischt. Man kann alles so erfrischen, die Gesundheit wieder reinbringen, die geistige Gesundheit der Weisheit der Lehren. Es ist ganz wichtig, alle sollten einen besonderen Punkt haben. Ich habe zum Beispiel ganz wichtige Belehrungen gegeben. Sowohl persönliche als auch öffentliche. Also auch persönliche, wo ich zu dir persönlich gesprochen habe. Schreib die auf. Vielleicht sogar in Goldbuchstaben. Nicht eingravieren und so vor die Augen hängen. In manchen Religionen hat man das. Vielleicht können wir so einen neuen Hut entwickeln. Und wo dann sozusagen die kleine spezielle Bemerkung vor den Augen hängt. Wo dann steht, Achtung, Dinge, die mit dir funktionieren. Aber was auch wichtig ist, es braucht immer viel Liebe. Denn wenn man durch Schwierigkeiten geht, ist eine Belehrung alleine nicht ausreichend. Es braucht Fürsorge und Liebe. Und man muss sich an die Liebe erinnern. Erinnere dich an die Liebe. Und auf eine ganz liebevolle Art für dich selbst. Weil du kennst dich und weißt, was funktioniert mit dir. Und jedes Mal dann, wenn du es nicht erinnern kannst, ziehst du dein Papier hervor. Und bevor du reagierst, sagst du, einen Augenblick noch eben. Ein Augenblick noch eben. Noch einen Augenblick. Ich muss noch mal eben nachgucken. Manchmal kann das funktionieren. Wisst ihr, warum ich all das sage? Wisst ihr, warum? Weil wir unser Karma reinigen müssen. Ich habe das erst vor kurzem wieder gemerkt. Die Menschen im Westen kennen manchmal Karma nicht. Ihr seid das Ergebnis eures Karma. Ihr seid das Ergebnis eures Denkens. Normalerweise sagt man, du bist, was du isst. Es ist anders. Du bist, was du denkst. Du bist genau, was du denkst. Und manchmal, wenn man eine sehr geringe Selbstachtung hat, ist, weil man selbst sehr gering von sich denkt. Und das ist auch das Ego, interessanterweise. Das Witzige an diesem Ding ist, dass es sehr stolz ist, scheinbar. Äußerlich gesehen ist es immer ganz stolz. Und innen ist es unglaublich ängstlich. Und es unterdrückt dich immer. Nach außen geht es immer. Und innen quengelt es rum. Und es unterdrückt dich. Es unterdrückt dich. Du bist so und du kannst das nicht. Du hast kein Vertrauen, du hast immer Angst. Und dann glaubst du das. Und dann kriegst du von anderen auch noch so eine Meldung. Und dann denkst du dir, das muss doch wahr sein. Was wir wirklich müssen, was ich auch heute Morgen wirklich mit euch teilen möchte,
Not enough just to practice. Es reicht nicht aus, nur zu praktizieren. It's not enough just to receive teachings. Und es reicht auch nicht aus, bloß Lehren zu hören. Even better than practicing. Viel besser als praktizieren, als so rumzusitzen, ist Lehren zu hören, ist besser. That's why in the Tibetan Buddhism, darum ist es im tibetischen Buddhismus so viel Betonung auf den Lehren, weil die Lehren deine Denkmuster ändern. Wenn du praktizierst, bleibt alles beim Alten. Es ist eine Art Tiefgefrieren. It doesn't smell. Es riecht dann nicht, zwar, but it doesn't get younger. Aber es wird auch nicht jünger. And so, what happens? Is that why when you receive teachings, you know? You begin to really hear. Und wenn man die Lehren hört, dann beginnt man wirklich zu hören. Man hört die Weisheit, das Mitgefühl, die Liebe. Und wenn man die Dinge hört, zum Beispiel für mich, wenn ich Lehren von meinen Meistern erhalten habe, dann höre ich diese unglaubliche Liebe, ihr unglaubliches Mitgefühl. The word, like for example, name of my master. Zum Beispiel der Name meines Meisters ist Kenze. What does Kenze mean? Was heißt Kenze? Ken means knowing. Ken heißt Wissen, means wisdom. Sehen. Wisdom is the knowingness. Weisheit knowing. Ist, um die Dinge wissen, zu verstehen. When you look into the teachings, wenn man sich die Lehren anschaut, den Geist der Lehren, my God, you realize, lieber Himmel, man merkt, really understands you. Es ist wirklich, sie verstehen dich. Habt ihr das noch nicht in den Lehren gemerkt, wie viel Verstehen darin ist, wie sie dich verstehen? Ein unglaubliches Verstehen. Und das ist Mitgefühl. Man findet so viel Verständnis. Und das ohne Urteil. Keinerlei Urteil. Bloß Verstehen. Nur Verstehen. Ohne Urteil. Reines, nur Verstehen. Und sie sehen dich rein, diese Lehren. Als Buddha. Rather than some, you know, statt als irgend so ein so eine schräge Gestalt. Gestalt? Schräge Gestalt, strange. Just as some kind of, you know, neurotic person. Sie sehen dich nicht als so ein Neurosenbündel. The thing is that really sees you. Die Lehren sehen dich, das, was du wirklich bist. Selbst wenn du neurotisch bist und schrecklich dich aufführst, kannst du die Buddhas nicht täuschen. So, das heißt, und obwohl die Buddhas eure Neurosen sehen, akzeptieren sie euch nicht für eure Neurosen. Sie sehen nicht die Neurosen. Wenn ihr es zu weit treibt, don't you know who the hell you are? Dann sagen sie dir, weißt du zum Teufel nicht, wer du eigentlich bist? Und ich weiß, erinnere mich, dass mir das passiert ist, als ich klein war. Als ich sozusagen Teenager, in meinen Teenagerjahren war, hatte ich eine emotionale Krise. Obwohl ich ein Lama sein soll, bin ich immer noch ein menschliches Wesen. Also hatte ich auch meine emotionalen Krisen. Und dann bin ich zu meinem Lama gegangen. Es war Dodogchen Rinpoche. Und ich habe mir gedacht, dass er sagt, ach du Armer, schön, schön, beruhig dich wieder. Er hat mich nur angestarrt und gesagt, wer zum Teufel glaubst du denn, was du bist? Dich so zu verhalten, so selbstmitleidig zu sein. Er hat mir damit eine solche Lektion verpasst. Aber auf eine so liebevolle Art. Dass es nur einige Augenblicke dauerte und das Ganze war vorbei. Es ist wirklich durchgeschnitten. Es war eine wirkliche, echte Chö-Praxis. Das hat mich wieder zurück zu meiner Natur geführt.
who we are. Denn oft vergessen wir, wer wir sind. Especially when we lose confidence. Besonders wenn wir unser Vertrauen verlieren. When you get depressed. Wenn wir deprimiert werden. My dear ladies and gentlemen, meine lieben Damen und Herren. If you forget you who are. Dann vergesst ihr, wer ihr and seid. You go into depression. Und dann geht ihr in eure Selbstmitleidsecke. Especially in the winter. Besonders im Winter. It's slowly coming. Und der kommt ja langsam. So, this is, how do you say it? If you start having it already now. Also wenn es jetzt schon die ersten Anzeichen kommen, maybe you can save the winter. Könnt ihr vielleicht jetzt noch was machen und den Winter retten? In the winter. Dann im Winter dann. Könnt ihr den inneren Winter verhindern. Winter. Den psychologischen Winter könnt ihr vielleicht aufhalten. Winter. Den emotionalen Winter könnt ihr and verhindern. Wenn alles sozusagen abstirbt, dann könnt ihr wieder Frühling oder Sommer herbeiführen. Und die könnt ihr andauernd haben. Das hängt an euch. Ist es nicht wunderbar, dass es an uns hängt? Dass wir unsere eigenen Meisterinnen und Meister sind? Dass wir frei sind? Weil unser Geist frei ist. Wir sind unabhängig. Wir sind überhaupt niemandem unterworfen. Aber das zu erkennen und die eigene Unabhängigkeit einzunehmen, glaub bloß nicht, das hinge von euch ab. Ich bin nicht frei wegen dieser und jener Sache. Wenn du frei bist, das heißt, wenn du innen frei bist, dann kannst du alle Ketten abwerfen. Es gibt eine kleine Zeichentrickserie, die ein Schüler von mir, ein Freund von mir gezeichnet hat. Man sieht darauf eine ganze Kette von Leuten, die alle sozusagen am Hals in Ketten aneinander gekettet sind und sie gucken entsprechend. Und einer dieser Männer in dieser Kette, dieser Menschen in dieser Kette, hatte genug Humor, genug Mut, diese Kette mal auszuprobieren. Und als er dann damit spielte, hat er gesehen, dass sein Kopf eigentlich durchpasst. Und dann ist er raus konnte. Jeder von uns ist da angekettet. Und jede Kette passt uns. Und so wie sie uns passt, so können wir auch vollkommen und ganz einfach raus. Und wenn dann diese Kette um Hals über dem Kopf ist, wird es ein Heiligenschein. Es gibt auch eine ganz berühmte Geschichte. In Tibet. Es war in Tibet. In Tibet, there was one tourist place. Da gab es sozusagen in alten Zeiten einen Ort, einen Touristenort. Potala. Der Potala. Potala was fascinated. People would come and visit Potala. Alle sind zum Potala gefahren und gereist, um sich ihn anzuschauen. He came and he was fascinated with all these many windows in Potala. Und ein Mensch kam und war fasziniert, wie viele Fenster dieser Potala hatte. Es war lange, lange bevor die Chinesen kamen. In alten Zeiten in Tibet. Und er hat seinen Kopf reingesteckt und hat durchs Fenster und hat wirklich diese ganze Aussicht bewundert. Und dann wollte er seinen Kopf zurückziehen und er war festgesteckt. Er hat gezogen und gedreht und es ging nicht und er hat seinen Kopf nicht mehr rausgekriegt. Leute haben versucht zu ziehen, nichts ging. Schließlich hat er gesagt, hier werde ich wohl sterben müssen. Hat sozusagen sein Testament seinen Freunden gegeben und die letzte Botschaft für seine Lieben nach Hause geschickt. It is a wonderful place to die. Er hat dann geschrieben, immerhin ein schöner Ort zum Sterben, the manner in which I die is terrible. Aber die Art, wie ich hier sterben muss, ist doch etwas entwürdigend. His last famous words. Das waren seine letzten berühmten Worte. There is no greater place for me than to die than the Potala. Er hat gesagt, es gibt keinen besseren Platz zum Sterben als den Potala-Palast. There is no worse manner than die the way I'm dying. Aber eine schlimmere Art zu sterben als wie ich im Feststecken im Fenster gibt's auch nicht. Resigned, he thought he was going to die. Und er schrieb sein Testament und dachte, er stirbt. But how did your head get in there? Und dann kam jemand und gesagt, wie bist du denn da reingekommen? I put it like this, he said. Dann hat er gesagt, ja, ich habe das so. And then it came out. Und draußen war er. So, the liberation is in the hands. So, die Befreiung liegt in unserer Hand. Zu glauben, wir seien nicht frei, ist bloß eine Verblendung. That's why
We actually really very much inhibited by ourselves. Denn wir sind sehr, sehr behindert. Wir behindern uns sehr selbst. Inhibited by our own self. Wir sind von uns selbst behindert. So how incredible our mind is. Wie unglaublich also unser Geist ist. Versteht ihr? Really. If freedom is, Freiheit ist, is when you know it's just your mind. Wenn du weißt, your es mind. Ist bloß dein Geist. Don't thinking it's something solid or something und es nicht für etwas Solides und Reales hältst. Way you perceive it. Wenn du weißt, es ist die Art, wie ich wahrnehme. And then when you further realize, und wenn du dann noch weiter erkennst, even the thought are just empty. Dass selbst diese Gedanken leer sind, illusorisch. When you recognize that, und wenn du das erkennst, then no longer your mind is a problem for you. Dann ist dein Geist kein Problem no mehr für dich. Mind can deceive you. Dann kann er dich nicht mehr täuschen. This is really the teaching on the nature mind, really. Das ist wirklich eine Belehrung über die Natur des Geistes. In a very practical way. Auf ganz praktische Art integriert. Because what we need is really a kind of a dynamic awareness. Denn was wir brauchen, ist dynamisches Gewahrsein. Ich denke, ich sehe manchmal Meditierende, die wie auf Eiern gehen. Auf Eiern. Sie levitieren auf Eiern. In case you could slightly slip in your levitation. Man könnte in dieser Levitation sehr schnell ausrutschen. It's all kind of nice, you know? Ist ganz nett. Nice, you know, schön. And this mind meditation, mindfulness. Und es ist meine Meditation und es ist Achtsamkeit. I feel that you don't really do enough. Aber ich denke, ihr macht nicht genug. Like in a sense what I'm saying, was ich damit sage, there is not, how would you say, integration. Es fehlt an Integration. Because really you don't bring the mindfulness in every day. Das heißt, es gelingt nicht, die Achtsamkeit in den Alltag zu übersetzen. Das ist eine eher praktische Seite, die ich ansprechen will. Wie ihr mit Achtsamkeit, was ihr mit Achtsamkeit machen sollt. Wenn ich nur das Szenario dessen nehmen würde, was so um mich herum passiert, hätte man sozusagen eine versteckte Kamera, wäre sozusagen eine in mir eingebaut, die dauernd liefe, und ich würde das aufnehmen, was um mich herum passiert. Das wäre eine unglaubliche Komödie. Müsste man nicht mal ein Drehbuch für schreiben. Es wäre sozusagen ein natürlich entstandenes Drehbuch. Ein selbstexistente Komödie. It's like how we see the how do you say they make something so simple so complicated. Wie es uns immer wieder gelingt, etwas so einfach, so kompliziert work, zu machen. Double. Und immer doppelte Arbeit draus entstehen zu lassen. Symptoms, und da gibt es Symptome dafür. Wenn Leute ganz verspannt werden plötzlich. Ich muss das ganz exakt machen. Und dann verliert man sofort das Gewahrsein. Es ist kein Raum mehr da. Man sieht nicht mehr über die Nasenspitze. Wenn ich dann sage, du musst den Löffel nehmen, dann macht man ein Bissen und dann sage ich, jetzt musst du wieder nehmen den Löffel. Noch einmal. Noch ein Löffel. Das ist es manchmal, praktisch zu sein. Praktische Intelligenz braucht man. Praktische Achtsamkeit. This is something I wanted to teach. Das wollte ich gerne lehren. I begin to teach on that more and more. Da werde ich mehr und mehr because drüber lehren. It's out of because you see, one of the main reasons is that you see, is if this kind of dynamic mindfulness is not there. Denn wenn diese dynamische Achtsamkeit nicht vorhanden ist, it will take too long to correct you. Dann dauert es zu lange, euch zu korrigieren. To show you, euch zu zeigen. And you know, und and you do it. Das, ich kann es euch nur zeigen, dann müsst ihr verstehen und müsst ihr es machen. What I'm saying, there's a really simple
Was ich sagen will ist, es gibt immer einen einfachen, mühelosen Weg, wenn man ihn nur sehen würde, wenn man ihn nur sehen könnte. Manchmal müssen wir ihn einfach nur sehen. Wenn man den Schlüssel versucht, im falschen Schlüsselloch zu machen, man kann fummeln, wie man will. Es wird nicht funktionieren. Es ist nur eine Kleinigkeit. Ihr kennt doch bestimmt auch diese Türen, die so einen bestimmten besonderen Stoß nach oben brauchen, um aufzugehen. So einen besonderen Trick und auf einmal macht es Klick und sie sind offen. Das müssen wir verstehen. Wir müssen die Dinge verstehen und dann in Beziehung setzen und handeln. Dann wird euch das Mühe sparen. Es wird euch Ärger ersparen und Frustration. Aber der Anfang dieser Belehrung, was ich mit euch geteilt habe, war sehr viel über, ich denke, es ist I felt that really this kind of teaching is something very necessary, what I was teaching this morning. Habe ich das Gefühl, dass das, was ich heute Morgen gelehrt habe, etwas sehr Notwendiges war. Vielleicht habt ihr es auch nützlich gefunden. Darum schließen wir jetzt hier für heute Vormittag ab. Dass die dynamische Achtsamkeit, die ich jetzt angesprochen habe, die werden wir später noch vertiefen. Vielleicht noch ein bisschen. Weil es ja immerhin als Titel im Programm erscheint. Also werde ich ein bisschen drüber sagen. Ich glaube, wir müssen nicht mal einen Titel dafür finden. Das heißt, wenn ihr wirklich erkannt habt, es ging darum, wie alles vom Geist abhängt. Manchmal, wenn euch Dinge passieren, seid nicht abergläubisch. Wenn ihr aber schon abergläubisch sein wollt, dann seid abergläubisch, was die guten Dinge angeht. Wenn gute Sachen kommen, solltet ihr sofort ein Auge für Verheißungsvolles haben. Und wann immer irgendetwas nicht so verheißungsvoll aussieht, ignorieren. Dann könnt ihr einfach sagen, ach, ich bin nur abergläubisch. Dalai Lama sagt immer seine berühmte Geste. Wann immer ich ein Problem habe, schaue ich es von allen Seiten an und finde immer eine positive. Es gibt nämlich immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg, in die Dinge hineinzukommen, eine Lösung zu finden. Darin sind wir Menschen unglaublich besonders. Wir gehören zur Lotusfamilie der Buddhas. Denn ein Lotus wurzelt im schmutzigen Schlamm, aber seine Blüte ist völlig makellos. Auch wir stecken in einer Menge Scheiße, eine ganze Menge negativer Emotionen. Aber auch wir haben diese Lotus-makellose Qualität, diese Reinheit. Und damit haben wir die unglaubliche Kraft zu verwandeln. Und was ist das Mittel der Verwandlung? Der Kraft des Geistes. Die Kraft reiner Wahrnehmung. Das ist die Essenz des Vajrayana-Buddhismus in Wirklichkeit. Reine Wahrnehmung. Denn wenn man rein wahrnehmen zu nehmen beginnt, dann wird auch die Erscheinung wahr. Zum Beispiel Dinogkyentse Rinpoche und Jamyang Khyentse. Da ist etwas sehr Erstaunliches mit ihnen. Sie hatten das vielleicht auch so wie dies und jenes, aber auf eine andere Art. Alles ist immer sozusagen, hat sich ins Positive gewendet. Alles, was sie sehen, ist sofort positiv geworden. Sogar Negatives wurde sofort positiv. Alles sehen sie positiv. Sie sind so positiv, dass ihr Sein so ist, dass jeder, der mit ihnen in Kontakt kommt, gereinigt wird.
I want to further follow later this afternoon. Und das ist ein Faden, den ich heute Nachmittag wieder aufnehmen möchte. Der Grund, warum ich nämlich das all das sage, ist, weil wir Karma reinigen müssen. You see, because we accumulate karma. Weil wir Karma ansammeln. Die Dinge bleiben in uns stecken. And that we need is not enough just to practice. Und dafür reicht es nicht nur zu praktizieren. Practice is not enough. Praxis reicht da nicht. Actually doing. Man muss Dinge tun. That's why, for example, when you really actually do things, wenn man nämlich die Dinge wirklich tut, the real benefit purification is in the doing. Dann ist der wahre Reinigungsnutzen im Tun. We'll talk about that. Und darüber werden wir dann sprechen. About purification. Über Reinigung. Heute Nachmittag. Discipline is remembering. Disziplin ist Erinnern. In den Dzogchen-Lehren, das unglaublich in den Dzogchen-Lehren, ist tiefgründige Einfachheit. Just as it's so simple. So wie es so einfach ist, Licht anzumachen und dann alle Dunkelheit verschwunden ist, so einfach ist doch die Disziplin, sich des Lichtes immer zu erinnern. Dieses Licht nie sterben zu lassen. Keine Lücke entstehen zu lassen. Dieses Licht andauernd zu pflegen. Dann kommt es nicht wieder zur Dunkelheit. Andauernd erinnern. Das ist die Achtsamkeit. Das ist die Achtsamkeit. Das ist die Achtsamkeit von Dzogchen Rinpoche. Is that clear? Always remembering. Immer erinnern. And then that also going back to the teaching. Und da hilft es, immer wieder auf die Lehren zurückzukehren. One of the reasons I was saying, the Rigpa link, for example. Und darum habe ich von dem Rigpa-Verbindungsglied gesprochen. Sometimes also just as you see, like people sometimes, you know, like I noticed that, you know, you have clothes, you have things. Denn so wie ihr Dinge habt, Kleidung habt, das war eine Erkenntnis, die mir in San Diego gekommen ist. Vielleicht habe ich es einigen erzählt. Ich gehe nicht so oft einkaufen, aber manchmal. In Amerika, wo die Kleider billig sind, dann nehme ich mir 2 Stunden und gehe einkaufen. Und dann gehen die wissen, was ich gerne habe und aussuchen können, kommen alle mit und die suchen alle aus, weil dann brauche ich nicht so lange Zeit. Also ich habe mich da hingesetzt und die haben eingekauft, die wussten, was ich brauche. Und da war dann dieser ein Herr mir gegenüber gesessen und dann hat er gesagt, ach, kaufen Sie auch ein? Und dann sagte er, ja, meine Frau kauft ein. Und wie er das gesagt hat, war so ein gewisser Humor darin. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, manchmal geht man einkaufen, weil es ist ja gut, man sich was Neues zu kaufen. Es ist auch eine Therapie. Für viele Leute ist das eine Therapie, sich eine Kleinigkeit zu kaufen, was Neues. Sozusagen eine Neuigkeit, eine kleine Wiedergeburt, indem man etwas Neues kauft. Obwohl das nach einer gewissen Zeit auch wieder altes Zeug wird. Manche Leute kaufen dauernd was und tragen fast nichts davon. Das heißt, sie tragen immer dasselbe und das andere hängt als Dekoration rum. Da habe ich dann gemerkt, in the same manner you need that, so wie man das braucht, that actually we need also new teachings. So brauchen wir auch neue Belehrungen. New teachings, but the same truth. Immer die, es ist dieselbe Wahrheit, aber immer von verschiedenen Ansätzen. Also die verschiedenen Lehren, die ich euch erwähne, an verschiedenen Gelegenheiten, Umständen, in verschiedenen Licht. Obwohl immer die grundlegende Botschaft dieselbe ist. Es ist nützlich, sie anders ausgedrückt zu hören. Es ist eine neue Inspiration. Das ist sozusagen ein innerer Einkaufsbummel. Man macht sich ein kleines Geschenk. Darum, wenn man die Lehren wiederhört. Ein Schüler von mir, der mir sehr nahe stand, und aber in letzter Zeit nicht mehr so sehr viel Zeit hatte, weil er ein Kind gekriegt hat, nächste Baby kommt schon. Ein bisschen trauern war darin. Ja. Sie war sehr traurig, weil sie mir nicht mehr so nah sein konnte.
But then, what this person discovered, und was, dann, was sie dann entdeckt hat, dass wenn sie den Lehren nur zuhört, dass sie mir dann sowieso nah ist, nahe in den Lehren, und dass sie dann den Trost und die Nähe wiederfindet. Denn sie hat auch erkannt, ich als Person bin nicht so wichtig, sondern sind die Lehren wichtig, dafür bin ich da. Das ist, was mich ausmacht, die Lehren. So, wenn man die Lehren hört, dann findet man immer auch die Präsenz des Lehrers. Man fühlt sich angeschlossen. Man ist nicht nur mit dem Lehrer verbunden, sondern mit sich selbst. Und man ist da nicht einfach gelangweilt und muss auf seine Kinder aufpassen, sondern dann bereichert sich das Leben, weil man immer mit den Lehren in Kontakt bleibt. Es ist, die Reise geht weiter und die Veränderung. Und man sitzt da, kann nach, plötzlich nach Paris, nach Berlin reisen, während man gleichzeitig in Paris ist. Es gibt verschiedenste Ebenen. Und deswegen finde ich das sehr nützlich, weil ich mache es selber auch. Ich höre mir die Lehren meiner Meister immer und immer wieder an. Wann immer ich reise, habe ich ihre Kassetten dabei. Ob ich in, wenn ich in Park sitze, kurze Momente habe, höre ich diese Kassetten. Immer sozusagen im Wechsel mit Mozart. Ich habe immer eine Kassette mit Mozart-Musik und eine Kassette mit Belehrung meiner Meister dabei. Geht wunderbar zusammen. Wenn man die Lehren hat und dann Mozart hört, dann klingt sogar Mozart noch einmal ganz anders. Noch besser. Es ist alles in uns. Wie wir zuhören, wie wir hören. Denn das ist, warum, selbst obwohl wir in Samsara sind, wir in Samsara frei sein können von Samsara. So wie der Halsring, so wie der sich den Halsring über den Kopf ziehen konnte und daraus einen Heiligenschein gemacht hat. So we stop there.